Willkommen zu einem kleinen Projekt, und zwar nennt sich dies Among Rebels. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Es ist, ich sag mal, so ein kleines Entspannungsspiel für zwischendurch. Und zwischendurch schiebe ich das mal ganz kurz hier rein. Es geht darum, wie man hier sieht, wir haben einen Teich. Wir können die verschiedensten Fischarten hineinsetzen, die Umgebungsbedingungen ändern und dafür sorgen, dass sich bestimmte Rassen entwickeln und das ganze Umweltsystem nach unseren Wünschen hin verändern. Das ist ein Gratis-Spiel, deswegen erwartet jetzt nicht den AAA, 4A, 5A Spieletitel. Es geht einfach nur, wir entspannen mal alle ein wenig und schauen den Fischen zu. Ich drücke mal auf Play und schau mal, ich habe bisher nur Tutorial gemacht, einmal. Und was bei Play jetzt dabei rumkommt, ich kann es nicht sagen. Deswegen, einmal auf Play drücken. Wir können jetzt hier unten Fische spawnen lassen. Wir können hier Muscheln, Krebse, Barsche, Forellen waren es glaube ich hier. Hier Dicefisch oder wie die hießen. Hier oben noch Otter. So, und wir fangen dann mal. Wir können auch noch hier, wenn man die Luftbläschen sich anschaut, machen sie weg, wir machen sie wieder hin. Wir machen sie weg, wir machen sie wieder hin. Also der Wasserstoff, die Wassergehalt, ne Quatsch, Wassergehalt im Wasser, ja nee, den Sauerstoffgehalt im Wasser erhöhen und verändern. Wir machen mal alles zum Guten. Sprich, ja guck mal, hier unten setzt sich was ab. Wir machen erstmal alles zum Guten und geben viel Sauerstoff in den Teich. Bringt das was, wenn ich mal einen TR mache? Egal, wir machen erstmal ein paar Fischchen hier unten. Es braucht ein bisschen Zeit, bis sie sich regenerieren. Guck mal hier unten. Dass man wieder neue spawnen kann, es dauert immer ein kleines bisschen. Ich nehme an, das sind hier die Forellen, die wir gerade gemacht haben. Guck mal, die werden schon schön groß. Die schwimmen hin und her, werden immer noch größer. Entweder, wenn man es schlecht macht, dann ist es jetzt so unschön, was hier unten wächst. Ich mache mal den Sauerstoffgehalt. Ich probiere mal rum. Circa auf der Hälfte. Ich lass mal voll. Wir machen mal noch ein paar Barsche hinzu. Waren, glaube ich, Barsche, wenn ich mich nicht täusche. Das, was hier unten wächst, kann ich dir nicht genau sagen. Wir können ja mal Krebse hinzufügen, die vielleicht unten etwas aufräumen. Wir wissen es nicht. Guck mal, die Barsche sind, glaube ich, auch größer geworden. Die hier zum Beispiel. Oder, nee, warte mal. Es täuscht gerade nur. Die sind alle gleich groß noch. Ja, ich glaube, es täuscht nur noch. Und das, was hier unten wächst, ist das die Verunreinigung? Kann ich das irgendwie negieren? Auf jeden Fall. Schau mal hier. Wir können hier noch eine andere Rasse von Fischen mal hinsetzen. Zack. Guck mal, da kommen sie hinaus. Sind das Muränen? Ich glaube, es sind Muränen. Die sehen irgendwie so aus. So lang Schnabel, dünner Körper. Und die fressen sich, glaube ich, nicht gegenseitig. Oh, guck mal, die Krebse, die sind gestorben hier unten. Ist aber nicht schön. Noch ein paar hiervon. Guck mal, da haben sie direkt Eier gelegt. Ist das ein Eierstock von den Fischen? Oh, die Krebse haben sie fressen. Da hätte ich aufpassen müssen. Nein, guck mal da unten. Oh, da sterben die Tiere da unten. Ich mach mal den Sauerstoffgehalt weg. Mal gucken, was da passiert. Wir können auch einen Otter mal hinzufügen. Der jagt ja bestimmt die Fische. Komm, wir verfolgen ihn mal. Jagt er die Fische? Nee, er schwimmt nur hin und her. Guck mal. Oh, da sterben sie alle. Okay, Sauerstoffgehalt wieder zurück. Huch. Es war nur ein Test, wie gesagt. Wir müssen ja dafür sorgen, dass sie sich gut vermehren können. Von daher hauen wir mal rein mit den ganzen. Ich glaube, die Krebse lassen wir auch erstmal beiseite. Ich sorge mal dafür, dass hier unten wieder dieses Nest der Forellen entsteht. Oder Sardinen oder was weiß ich, was das immer ist. Otter geht nur einer, oder? Anscheinend schon. Ja, diese Meeresverunreinigung. Wir könnten natürlich auch einmal, wenn ich hier drauf drücke, da unten kommt eine Muschel. Die sorgt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, für die Verunreinigung. Nein, die Muschel baut die Verunreinigung ab, habe ich gerade gesehen. Komm, dann machen wir ein paar mehr Muscheln drin. Man sieht, ich habe gerade welche gesetzt und bupp, das geht runter. Nice. So, mehr Fische. Guck mal, die Muscheln. Ja, die. Ah, das kam im Tutorial nicht so rüber.
Die reinigen den See von innen heraus. Ah, schön. Der Nachteil ist hier nur, die Krebse fressen die Muscheln. Wenn man, teilweise konnte ich es beobachten, dass wenn die Krebse hier lang gehen, die Muscheln eingehen. Komm, wir machen mal haufenweise von denen hier. Ein paar Barsche noch hinzu. Krebse mache ich mal nur zwei hinzu. Oh, ein zweiter. Nee, ein Otter nur. Wie sehen die denn aus? Sind die Barsche jetzt vergiftet oder ist das das Wasser? Sehen auf jeden Fall komisch aus. Wir haben ja gar keine Muränen mehr. Sind uns alle verreckt. Muscheln sind auch alle weg. Geben wir ein paar neue hinzu. Ich sag ja, irgendwas mit den Krebsen hier ist passiert. Ja, Krebse lasse ich mal erstmal weg. Hier haben wir noch ein paar Barsche. Zack, haben sie alles verarbeitet gerade. Ah, guck mal hier oben. Es wird Winter. Ach, nice. Deswegen sehen sie alle so blau aus. Dann müsste der Otter auch irgendwie rausschwimmen können, oder? Also, dass jetzt noch Jahreszeiten hinzukommen, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja nice. So, Muscheln erstmal komplett vollratzen hier. Immer eine Moräne, wir haben mal ganz viele von den kleinen Fischen. Geht nicht mehr, schade. Na gut, ein paar Barsche sind auch nicht schade. Schade, schade. So, du kleiner Otter? Schwimmt sie jetzt hinaus? Na? Und hepp. Ja, er ist raus. Ab ins Warme. Oh, altersschwacher Barsch gestorben. Wo sind die ganzen Muscheln hin? Ich habe wieder nicht aufgepasst gerade. Okay, es ist Winter. Ich kann schon verstehen. Sind nicht die besten Bedingungen zum Leben. Aber man sieht schon hier, man kann so ähnlich wie vor einem Kaminfeuer sich zurücklehnen, ein paar Fische schwimmen lassen und sich entspannen. Einfach entspannen. Man kann natürlich entweder zum Guten machen, wie hier, oder alles dem Schlechten zuwenden. Und das würde ich einfach mal in einer weiteren Folge zeigen. Mal gucken, was passiert, wenn der ganze See voller Schlick ist. Wenn es richtig schön verdreckt ist, der See. Man kann es ja hier, wie was ich in gut spielen. Sag mal in sauber. Viel CO, viel O2. Viel Sauerstoff drin. Aber ich nehme an, die sterben alle, weil kalt und so. Und komm, wir spawnen mal ein paar. Yo. Hier noch ein paar raus. Perfekt. Und hier noch ein paar raus. Ein paar Muscheln, die sorgen für, dass diese Ebene da unten weggeht. Frag mich nicht, warum und was. Genau. Da. Guck dir die Muscheln an, ey. Wahnsinn. Und die haben sie, glaube ich, neue angesetzt. Sind das kleine Muscheln? Guck mal, hier ist ein Nest. Nice. Oh, es ist Frühling. Guck mal hier oben. Deswegen kommen die ganzen Neste. Die einen vermehren sich im Frühling und die anderen im Sommer, so wie es aussieht. Kann ich hier so öfters draufdrücken, dass er jetzt im Meer... Oh, guck mal, wie groß der Hummer hier unten wurde. Oh, Alter. Der muss gut schmecken. Kann ich den angeln? Jetzt müssen wir noch eine Angel drin halten können, ey. Das wäre bestimmt nice. Ich schicke zwar hier haufenweise Moränen rein, aber was es nun im Endeffekt ausmacht, wer wen frisst... Weil ich weiß, Moränen, die fressen doch eigentlich Fleisch, ne? Oh, guck mal, kaum weil ich Moränen gemacht, kommt hier das ganze Zeug wieder hoch. Irgendwas hat es noch zu bedeuten. Bam, die ganzen Muscheln, die wachsen jetzt hier. Aus dem Nest kam einer raus. Ach, sieh einer an. Siehst du? Guck mal, hier ist wieder ein größerer. Da ist ein ganz großer. Okay. Wie gesagt, das ist nur so ein kleiner Vorführ- und Entspann-Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen aufgemuntert. Ich werde im nächsten Video das Gegenteil davon machen und ja, freut euch einfach drauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt nicht sofort abgeschaltet, hoffe ich doch. Und wartet auf mich. Tschüss. Bis zur zweiten Folge und letzten hiervon.